Hi. Bist du nicht Winnie? Habe ich dich nicht schon mit Juan gesehen? Bist du wegen der Sparker-Karte hier? Nein. Ich bin mir relativ sicher. Oh je. Hörst du? Ich schätze Diskretion. Du musst neu sein bei Sparker. Was bei Sparker passiert, bleibt bei Sparker. Du bist viel gesprächiger als damals mit Juan. Oh mein Gott. Können wir bitte nicht über ihn reden? Ich meine es ernst. Und ich bin nicht Juans Spielzeug. Okay. Ich bin nicht ein Schwächling. Ich bin kein Schwächling. Nee. Niemand kommandiert mich rum. Nein, ich habe nie gesagt. Warum bist du so gemein zu mir? Gemein? Tut mir leid. Du weißt, wie man sich entschuldigt. Sehr schön. Und deine Hobbys? Naja, ich mag... Weißt du, ich behandle Sparker-Treffen genauso ernsthaft, wie wenn ich jemanden in einer Bar treffe. Mit Respekt, weißt du? Aber andererseits bin ich halt so, wie ich bin. Ein Idiot? Wenn du mich in meinen schlimmsten Launen nicht erträgst, verdienst du mich auch nicht in meiner besten. Ich rede gern mit dir. Hört zu, Winnie, ich hab da einen Eimer Wasser auf der Straße stehen lassen. Ich muss los. Ich wollte eh nichts mit dir anfangen. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Wieso hat der dich so schön gezeichnet? Wieder keine Baguettes. Melinda wird das nicht gefallen. Hey! Oh, es ist weit. Es ist doch voll weit. Es ist viel zu weit. Wow, ich bin auf das Dach gesprungen. Ich habe schon nach dem kleinen Nightrun einen kleinen Kopf gehört. Ich wusste gar nicht, dass noch welche also. Von den jetzt wieder. Ein Wind. So, und dann machen wir direkt mal hier. So. Ja, Schmerzen. Geiler Auftritt.
Ja. Was ist hier? Okay. Oh. Oh. Loneliness? Sie sehen aber gar nicht so alleine aus. Oh. Oh nee, es ist nachts. Oh. Wo muss ich denn jetzt hin? Da? Ach, na gut, ich renne einfach mal hin. La 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 la. Euren dreckigen Händen. Hä? Ich muss da sogar rein. Ach so. Ich weiß, es gefällt dir nicht, aber... Sie wollen zum Lazarett oder sich einschreiben. Du schickst sie einfach in die Richtung. Nun? Diesem verdammten Schiff. Oh, verirrt man sich immer so doll. Ach so, hallo. Hey, bist du Matteo? Wir haben uns schon gesehen. New Dawn Park. Du hast nach Lieutenant Rowe gesucht und mich vor den Abtrünnigen gerettet. Ja. Hallo, Matteo. Meyer hat mich geschickt. Ich suche Bart. Bart? Danke, dass du mich gerettet hast und so, aber bei Bart kann ich dir nicht helfen. Ich will nur... Nein, sorry. Ich habe ihn ohnehin schon ewig nicht gesehen. Frag mal Garrett. Ich hab gesehen, wie er...
Mein Gott. Okay, okay, ich gehe ja schon. Kann ich da nicht ran? Gestern hat mir ein Typ vom Bazar für unsere Arbeit gedankt. In diesem Moment weiß ich, warum ich mich verpflichte. Du hast hier nichts zu suchen. PK-Quartiere sind für Zivilisten verboten. Hä, wieso darf ich denn hier nicht sein? Kann ich dich was fragen? Na gut, aber dann verzieh dich, bevor wir beide Schwierigkeiten kriegen. Ja, ich suche einen Typen, Bart. Kennst du ihn? Na klar. Ist berühmt, aber nicht auf die gute Art. Hat er sich in letzter Zeit verdächtig benommen oder so? Weiß nicht. Hab ihn nie getroffen. Bin erst heute hier angekommen. Ah, na gut. Danke. Ja, Mann. Hoffe, du findest ihn. Mir wäre lieber, wenn ich mit dem zusammen nicht in der Koje liegen muss. Aha. Ich suche weiter. Schweine, zu meiner Zeit. Also, ich suche einen Typen, Bart. Hast du ihn gesehen? Leider nicht, mein Sohn. Und ich bin echt tief enttäuscht. Warum das? Hat ein gutes Herz, gute Seele. Bisschen auf verlorenem Posten hier, um ehrlich zu sein. War etwa ein Jahr hier bei uns. War ganz anders als die typischen Militär-Neandertaler hier. Er war gütig, aber nicht schwach. Ging gegen Despoten vor. Egal, ob die's auf ihn oder auf jüngere Rekruten abgesehen hatten. Hab gesehen, wie er aufs Maul gekriegt hat, als er für die Frischlinge eingetreten ist. Aber dann hättet ihr erstmal die anderen sehen sollen. Die ganze Schikane ist echt weniger geworden, seit Bart da ist. Gibt's ein verrücktes Gerücht über Bart hier, das Meyer komplett auf die Palme bringt. Aber ich glaub das nicht. Bart würde niemals austicken. Ist einfach nicht seine Art. Wenn du ihn findest, wird er dir bestimmt eine vernünftige Erklärung dafür geben. Wenn ich ihn finde. Na, seine Koje ist da drüben. Schau mal nach. Vielleicht findest du was dir weiterhilft. Gute Idee. Danke.